hervorragendes Fußballturnier, bestes Wetter in den Vorrundenterminen. Auch heute scheint das Wetter sich ganz gut zu gestalten und eine Freundlichkeit und Fairness mit den Mannschaften untereinander. Horst Rubesch war schon ganz klar unser Stargast heute. Sie haben es optimal schon angefangen jetzt und ich kann mir vorstellen, dass letzte Woche bei der Qualifikation das genauso war. Und ich denke, es wird auch heute den ganzen Tag über so weitergehen. Also ich kann Ihnen wirklich nur wünschen, hier mit diesem Sport wirklich einfach Spaß zu haben und es zu genießen. Insgesamt waren es in der Vorrunde 135 Mannschaften. Es waren 14 mehr wie im Vorjahr. Also heute sind es die 24 Besten aus der gesamten Bundesrepublik, die den deutschen Krankenhausmeister unter sich ausspielen. Und der Meister wird dann Ende August die Eurospital in Ljubljana in Slowenien besuchen. Also warum die Krankenhäuser sich hier beteiligen, kann ich eigentlich nur so vermuten. Das ist einfach die Herzlichkeit, die familiäre Atmosphäre, die hier geboten wird und natürlich auch der Fußballsport. Denn dieses Fußballturnier ist das größte Freizeitfußballturnier, was in Deutschland stattfindet. Das Turnier organisiert in erster Linie ein dreiköpfiges Orca-Team mit den vielen Helfern der B. Braun Betriebssportgruppe. Und die sind verantwortlich für das Turnier, damit es allen Freude und Spaß macht, immer am Elfen zum Fußballturnier zu kommen. Also mir hat am besten heute gefallen, einmal A, wie ich eben schon mal erläutert hatte, der Stargast Horst Rubesch und natürlich auch, dass wir auch vier Damenmannschaften gewinnen konnten für das Fußballturnier. Und ich denke, dass das auch so weitergehen wird, dass es immer mehr Damenmannschaften werden. Denn das ist eigentlich eine Bereicherung auch hier für den Fußball, dass auch Damen mit am Start sind. Ein großes, erhebendes Gefühl. Wir sind hierher gekommen, um fairen Fußball zu erleben, um mit anderen Mannschaften hier Fußball zu spielen. Also alle Spieler sind so aus dem Häuschen, möchte ich sagen, dass ich es nur sagen kann, das ist ein überwältigendes Gefühl. Wir sind zwar mit großen Erwartungen hergefahren, aber unter die ersten drei zu kommen, war das große Ziel. Dass wir jetzt einen ganz großen Hieb geschafft haben, das freut natürlich alle und die sind alle so zufrieden und so happy. Hätten wir eine schlechte oder gar keine Krankenhausmeisterschaft.